Hi, mein Name ist Foxy vom Kanal Foxy Loves und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mission Beautiful. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr eure Lippen voller schminken könnt. Ich habe ein paar Tipps und Tricks, die ich gerne an euch weitergeben möchte und gehe wirklich jeden einzelnen Schritt einmal mit euch durch. Also wenn ihr wissen wollt, wie ich meine Lippen voller geschminkt habe, dann bleibt auf jeden Fall dran. Als erstes trage ich eine Lippenpflege auf, denn das hilft mir auf jeden Fall dabei, eine Base zu schaffen, damit meine Lippen auch nicht austrocknen oder aufreißen. Und dazu eignet sich hier so ein Lippenpflegestift von Avon. Der ist aus der Avon Care Reihe. Das ist ein feuchtigkeitsspendender Lippenbalm und den trage ich dann einmal auf meinen Lippen auf. Das ist wirklich ein Must-Have und der allererste Schritt, bevor ihr überhaupt mit irgendwas anfangt. Denn es gibt wirklich nichts Schlimmeres, wenn man ein Lippenprodukt aufträgt, beziehungsweise Lipliner, Lippenstift und dann kriegt einfach die Farbe in die Fältchen, in die trockenen Stellen und das sieht dann einfach unschön aus. Sobald die Lippenpflege eingezogen ist, könnt ihr nochmal einen Schwamm nehmen oder einen Pinsel, je nachdem, womit ihr am liebsten eure Foundation auftragt. Und das, was eben noch auf dem Schwamm oder dem Tool übrig ist, das tragt ihr nochmal auf eure Lippen auf, damit ihr eine Art Grundfläche oder Leinwand zum Malen habt. Deswegen trage ich das jetzt einfach einmal hier auf meinen Lippen auf. Der nächste Schritt wäre dann mit dem Lip Liner die Lippen größer zu schminken und das ist auch schon fast der wichtigste Schritt. Das heißt, da müsst ihr wirklich gucken, dass ihr einen Lip Liner verwendet, der so nah oder so ähnlich wie möglich eurer Lippenfarbe entspricht. Dazu verwende ich den Avon True Glimmer Stick in der Farbe Nude. Der sorgt einfach für mehr Fülle und dass eben der Lippenstift nicht über die Lippenform ausläuft. Am besten nehmt ihr euch einfach so einen kleinen Spiegel und umrandet erstmal eure Lippen und geht dann wirklich minimal über den Lippenrand. Also wirklich nur minimal. Versucht da wirklich das Ganze eher aufzubauen, anstatt eben aufs Ganze zu gehen. Wichtig ist auch von außen nach innen der Lippenkontur entlang gehen. Jetzt gehe ich nochmal mit einem etwas dunkleren Lip Liner an bestimmte Stellen an meiner Lippenkontur, um meine Lippen nochmal hervorzuheben. Also mit hellen Farben nehmt ihr eine Sache hervor und mit dunklen nehmt ihr sie zurück. Und wenn ihr damit eben spielt und das Ganze wirklich geschickt einsetzt, dann sehen eure Lippen auf jeden Fall größer und voluminöser aus. Die nächste Farbe ist Simply Spice und die trage ich einmal hier außen auf, also quasi an den Mundwinkeln, die dunklen Stellen. Wenn ihr hier einen dunkleren Lip Liner auftragt, dann wirkt es so, als ob euer Mund nach hinten gerückt wird und somit wirkt die Lippe insgesamt einfach größer. Und das Ganze fülle ich hier auch ein wenig aus. Der nächste Trick ist, voluminösere Lippen zu kreieren, indem ihr einfach solche Linien in eure Lippen malt. Das schafft einfach die Illusion, als ob eure Lippen wirklich richtig schön voluminös wären. Dann gehe ich nochmal mit dem Lip Liner unter die Lippe, also wirklich hier drunter. Denn dadurch schaffe ich die Illusion, als ob hier unten ein kleiner Schatten wäre, den meine Unterlippe wirft. Also genau hier unten. Dann gehe ich nochmal mit dem an mein Lippenherz, denn damit ziehe ich mein Lippenherz nochmal ein bisschen weiter nach oben. Der nächste Schritt ist dann, einen Lippenstift aufzutragen, aber der muss einen Ticken heller sein als eure Lippenkontur. Und da müsst ihr auch gucken, dass das in die Farbfamilie vom Lippenkonturstift passt. Ich habe mich jetzt hier für die Farbe Carnation entschieden. Und das ist so ein Rosenholzton, der eigentlich noch ganz gut passt. Und den trage ich dann einmal auf. Was ich besonders an den Lippenstiften mag, ist, dass die so schön cremig sind. Die sind aber auch mit pflegenden Ölen versetzt, sodass eure Lippen wirklich ziemlich lange sehr, sehr schön gepflegt sind und auch nicht austrocknen. Um das Ganze nochmal zu intensivieren, wäre der nächste Schritt, jetzt einen Lipgloss aufzutragen. Da habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder tragt die Avon Glazeware Lipglosse auf. So schauen die Lipglosse aus. Oder ihr verwendet die Avon Lippenöle, die sehen so aus und die sind echt krass. Die sorgen für optisches Megavolumen, also die sind echt Hammer. Ich habe hier einmal die Farbe Blossom und Shimmering Petal. Ich glaube, ich werde
den hier auftragen. Und den tragt ihr einfach in die Mitte auf. Ich möchte das Ganze nochmal verstärken, indem ich einen Concealer auftrage. Das ist der Power Stay 18 Hours Concealer. Ich habe jetzt hier die Farbe Golden Light. Und den trage ich einmal ganz, ganz, ganz leicht hier um meine Mundwinkel auf, damit ich einfach nochmal hier so ein Highlight setze und damit das Ganze nochmal richtig schön sharp ist. Also soll ich das erklären, damit ihr einfach so eine richtig tolle Kante habt. Das ist genauso wie mit den Augenbrauen. Wenn ihr zum Beispiel hier Concealer auftragt, dann habt ihr einfach nochmal mehr Definition und das will ich eben bei den Lippen auch machen. Dazu verwende ich hier so einen Lippenpinsel von Avon und trage, wie gesagt, das Ganze hier einmal am Rand auf. Ihr könnt auch ein wenig korrigieren, das heißt, wenn ihr vielleicht doch übermalt habt, dann könnt ihr auch mit dem Concealer korrigieren. Das arbeite ich dann einmal mit dem Finger ein. Ich finde, damit definiert man nochmal richtig schön die Lippen und hebt eben dieses, was man übermalt hat, nochmal richtig schön hervor. Und um das Ganze nochmal auf die Spitze zu treiben, würde ich dann einen Highlighter benutzen, und zwar den Show Glow Highlighter von Avon. Und der gibt euch Glow und Volumen und den könnt ihr natürlich nicht nur über eurem Lippenherz auftragen, sondern auf eurem ganzen Gesicht, beziehungsweise die Stellen, die ihr highlighten wollt. Das hält nochmal schön das Gesicht auf und gibt euch wirklich so diesen ultimativen Glow. Auf meinem Lippenherz trage ich das Ganze mit dem Finger auf. Ich finde das einfach schöner. Und gehe da wirklich hier so oben drüber und dann verblende ich das. So, wenn wir schon mal dabei sind, dann trage ich den Highlighter auch gerne überall auf. Ihr müsst natürlich nicht alle Tipps anwenden. Ihr könnt auch nur einen anwenden, aber ich habe euch jetzt einfach mal alles gezeigt, was ich so im Repertoire hatte. Selbstverständlich findet ihr wie immer alle Produkte, die ich heute benutzt habe, nochmal in der Infobox verlinkt. Also schaut gerne einmal auf der Website von Avon vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!